Das wird ein richtig geiler Tag heute. Zwischendurch kriegt man auch was von der Musik mit. Heute sind wir in der Rinne. Das ist ein Veranstaltungsareal, was in Dresden dieses Jahr besonders viel genutzt wird. Da haben wir heute das AC/DC-Konzert. Wir treffen uns immer an unserer Dienststelle, da ist Ankunft aller Helfer. Da gibt es eine kurze Einweisung, dann fahren wir gemeinschaftlich hier in den Veranstaltungsort. Wir sind 30 Helfer aktuell in unserer Unfallhilfsstelle, haben Teile aus Bremen dabei, aus Memmingen, aus Burgstedt, aus Dresden. Wir sind eine Ehrenamtsorganisation und das Ehrenamt ist Herz und Rückgrat. Wenn wir kein Ehrenamt hätten, könnten wir das nicht stemmen. Als ich ankam, habe ich schon gleich vorne die Malteser gesehen, auch schon gleich ein bisschen Smalltalk gehalten mit denen. Ich fühle mich wohl hier. Uns erwartet hoffentlich wenig zu tun, aber bekannterweise ist das Publikum von AC/DC jetzt nicht zwingend für Alkoholexzesse bekannt. Wir machen eigentlich alles, von der Versorgung der Einsatzkräfte bis hin zur Erste-Hilfe-Reanimation. Alles, was so auch der normale Rettungsdienst gewährleisten würde. So allgemein gesagt war es unglaublich anstrengend zuerst. Aber es hat auch einfach total viel Spaß gemacht, man konnte viel behandeln, ich habe viel mitgenommen, ich lerne ja jedes Mal was Neues, wenn ich hier mit dabei bin und freue mich total aufs nächste Mal. Die Zusammenarbeit mit den Maltesern läuft sehr gut, wir sind schon geübt darin, arbeiten immer mit ähnlichen Beteiligten und bauen auf die Malteser, die hier insbesondere im Rettungswesen ganz, ganz Großes leisten. Der Einsatz war für uns positiv. Wir hatten eine Gesamtanzahl von 44 Patienten bei uns in unserer Unfallhilfsstelle, davon einen Abtransport ins Krankenhaus. Natürlich hatten wir Stoßzeiten, in denen es extremst viel war. Wir haben es mit dem Team, die wir da waren, echt gut geschafft. Es war sehr anstrengend, es war sehr warm, auch für uns im Zelt. Aber es hat Spaß gemacht. Für mich ist es kein Job oder für uns alle eigentlich nicht. Es macht Spaß, wir haben einen guten Zusammenhalt, wir machen was Sinnvolles und können Menschen helfen.